Porsche hat im Winter die dritte Generation des Cayenne vorgestellt. Er soll sportlicher, eleganter und auch nicht mehr so protzig sein wie der Vorgänger. Wir präsentieren euch den Wagen heute dort, wo man ihn eigentlich nachher nie mehr sehen wird, und zwar mitten im Wald im Gelände. Somit darf ich schon mal sagen, recht herzlich willkommen zu unserem Review über den neuen Porsche Cayenne. Ich muss sagen, an der Front tue ich mir bis jetzt noch immer schwer, den Vorgänger mit diesem hier zu unterscheiden, denn sie haben ihn eigentlich meiner Meinung nach nur leicht überarbeitet. Er ist etwas schmäler geworden, nicht mehr ganz so protzig, und auch die Lichter haben ein neues Design bekommen. Am Heck schaut das Ganze schon wieder anders aus, da ist er viel eleganter geworden. Durch die durchgehende Lichtleiste, die auch integriert das Porsche-Logo hat, wirkt er meiner Meinung nach viel, viel schöner. Das passt auch zu dem Auto, und man muss sagen, sie haben ihn so eigentlich ganz gut hinbekommen. Zur Einführung haben sie eigentlich zwei Modelle vorgestellt. Einerseits den normalen Cayenne, den wir hier haben, mit 340 PS, 3 Liter V6 Motor. Dann gibt es noch den Cayenne S, der natürlich über 400 PS hat. Jetzt mittlerweile ist auch schon der Turbo erhältlich mit über 500 PS, und jetzt im Nachhinein kommen dann auch noch die Diesel- und die Hybridmodelle. Porsche hat uns hier mal eigentlich ein normaleres Modell hingestellt, sprich wir haben den Basismotor mit 340 PS, ist auch bekannt eigentlich aus dem Panamera, nur den Panamera, den wir gehabt haben, der hat dann noch die Hybridunterstützung dazu gehabt. Dynamisch muss ich sagen, ist der Wagen unfassbar genial. Ja, ja. Natürlich, der Physik sind Grenzen gesetzt. Man merkt schon das Gewicht und die Größe vom Auto in den Kurven, aber trotzdem für einen SUV ist es wirklich unbeschreiblich, wie dieses Auto sich durch Kurven bewegen lässt. Ja. Durchzugsmäßig braucht man nichts reden, durch den Turbo geht der Wagen irrsinnig gut voran. Man muss sagen, es macht richtig Spaß, mit dem Auto zu fahren. Mich persönlich würde es auch noch interessieren, einmal ein Turbo-Modell dazu zu vergleichen, weil es einfach interessant ist, wie groß der Unterschied zu diesem Modell nachher nochmal ist. Ja. Ansonsten, ausstattungstechnisch sind wir hier eigentlich Basisausstattung plus ein paar Extras. Wir haben einerseits die LED-Scheinwerfer, die sind zwar serienmäßig schon dabei, schauen meiner Meinung nach aber sehr, sehr gut aus. Panoramaschiebedach haben wir dabei, 360-Grad-Kamera, die elektrisch verstellbaren Sitzen mit etwas mehr Funktionen dabei als bei den standardmäßigen. Und somit sind wir eigentlich auch schon ziemlich fertig. Und die Felgen habe ich noch vergessen, die kosten nämlich über 5000, also knapp 5000 Euro Aufpreis, denn dafür auch 21 Zoll Räder. So, nachkaufen möchte ich für dieses Auto nicht, denn vorne haben wir 285 und hinten 315 Zoll, also 315er Reifen drauf. Sprich, da kann es schon recht teuer werden. Porsche ist einfach Porsche. Ja. Das Design vom Innenraum ist irrsinnig schön. Mir gefällt es einfach sehr gut, vor allem weil es sehr, sehr sportlich ist. Man merkt bei dem Auto halt irrsinnig die Größe vom Fahrzeug. Ja. Man hat diese wuchtige Motorhaube in der Front. Ja. Man hat auch einen wahnsinnigen Platz bis zur Heckscheibe, was man beim Rückspiegel hier durchsieht. Sprich, man merkt richtig, dass das Auto einfach gigantisch ist. Ja. Obwohl er von außen gar nicht mehr so riesig wirkt wie der Vorgänger zum Beispiel. Bei der Ausstattung muss ich ehrlich zugeben, ja, hat Porsche bei der Standardausstattung sehr, sehr gespart, das muss man schon in dieser Klasse etwas zugeben. Der hat hier ein paar Extras noch dabei, aber grundsätzlich, es geht noch viel, viel mehr, als wir bei diesem Modell hier haben. Sprich, wir haben natürlich mittlerweile auch schon serienmäßig Multifunktionslenkrad, wir haben die 2-Zonen-Klimaautomatik, Sitzheizung, Sportmodus, Individualmodus, leider kein Luftwerk dabei. Also die Ausstattung bei diesem Auto ist natürlich sehr gut, gerade 360-Grad-Kamera, das Google Earth Navigationssystem, wie man es von Audi zum Beispiel kennt auch. Aber teilweise lässt sie noch zu wünschen übrig, denn unser Wagen hier kostet 110.000 Euro und ich habe keinen Fernlichtassistent und auch keinen Abstandstempomaten dabei. Das sind dann halt so gewisse Sachen, wo man sagen muss, Porsche, bitte arbeitet da ein bisschen nach, weil das ist auch etwas schwach, muss man schon sagen. Die Ausstattung machen sie aber mit einem Punkt wieder weg, und zwar das Thema Fahren. Obwohl der Cayenne ein riesiger Kübel ist, wie man so im Volksmund sagt, unfassbar, wie dieser Wagen durch Kurven marschiert. Ja, gerade mit dem Gewicht, was er hat, glaubt man gar nicht, dass man das Auto mit einer so hohen und sicheren Kurvengeschwindigkeit durchfahren kann, wo man teilweise mit kleineren, kompakteren und auch teilweise auch sportlicheren Autos schon sich denkt, das könnte jetzt eng werden. Bei dem Auto einfach straight, komplett normal, irgendwie durch die Kurve. Ja. Die Automatik bei einem Auto, muss man sagen, generell das PDK, wirkt etwas anders wie bei den Modellen, ja. Also wie bei 911 Panamera, sie schaltet immer schon sehr, sehr schnell, aber nicht ganz so schnell wie zum Beispiel eben im 911er, den wir auch schon gehabt haben.
Motortechnik muss man sagen, 340 PS, 3 Liter V6, der marschiert schon richtig und man hat immer so leicht diesen V6 Porsche Sound im Heck, also vom Auspuff hinten. Da muss man sagen, das macht so richtig viel Spaß. Das Heck des Cayennes der aktuellen Modellpalette angepasst. Sprich, wir haben jetzt hier bei allen neuen Modellen hier diese durchgehende Lichtleiste, die wirkt sehr elegant. Und was ganz neu bei diesem Auto ist, dass das Porsche-Logo hinter dieser Lichtleiste versteckt ist. Schaut sehr gut aus, ist aber Geschmackssache. Selbst im Team streiten wir uns darüber, ob das jetzt endlich gut ist oder im Endeffekt nicht. Ja. Kofferraumtechnisch muss man sagen, ist der Wagen nämlich erstaunenswert groß. Denn wir haben bis zu 770 Liter Kofferraumvolumen bei diesem Auto, was über 100 Liter mehr sind als beim Vorgängermodell. Ich muss ehrlich zugeben, die Cayenne-Modelle von früher haben mir nie so gut gefallen. Sie waren immer sehr protzig. Bis zu einem gewissen Grad gehört das zu einem SUV dazu, aber das war meiner Meinung nach schon wieder übertrieben. Der hier ist richtig gut geworden. Ja. Er ist nicht mehr so protzig, er ist sehr elegant, sehr dynamisch. Fahrverhalten, natürlich wie es sich für einen Porsche gehört, wahnsinnig sportlich. Atemberaubende Kurvenlage, selbst bei diesem Gewicht. Und da muss man sagen, das passt dann auch. Ja. Natürlich preislich ist das bei Porsche immer so eine Sache. Ich meine, immerhin haben wir dieses Wappen hier auf der Motorhaube. Das legt dann halt nochmal drauf. Unser Testwagen hier kostet 110.000 Euro, nach oben hin ist noch viel offen. Aber ich muss sagen, so wie hier eigentlich steht, würde ich ihn mir auch einreden lassen. Somit darf ich schon mal sagen, danke an das Auto aus Porsche Graz Liebenau für die Bereitstellung dieses Wagens und bis zum nächsten Mal.